Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der Five-Fab-Reihe. Und zwar habe ich ein neues Identity für euch. Somit müsst ihr euch keins kaufen oder irgendwie anders beschaffen. Denn sowas gibt es auch for free. Ja, wir machen uns neuen Char. Und so sieht das gute Stück dann auch schon aus. Ja, noch nicht übersetzt, aber das könnt ihr dann übernehmen. Und ja, hier können wir einfach unseren Namen eintragen. Und Nachname natürlich, ne? Zack, so zum Beispiel. Dann sind wir 200 cm groß. Und hier können wir halt wechseln, halt Mann, Frau, ja. Männlich, weiblich. Wichtig ist an dieser Stelle noch, dass wir keine Zahlen machen dürfen. Ansonsten können wir uns nicht registrieren. Ist natürlich wegen Troller halt auf der Blacklist. So. Und schon sind wir drin. Jetzt können wir halt unseren Char kreieren, wie wir es halt wollen. Männlich, weiblich. Ja. Und wenn wir damit durch sind, dann können wir das Ganze bestätigen. Und ja, so sieht das Ganze dann auch aus. Ja, und wir sind drin. Keine Fehler, nix. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. So, dann haben wir diese ZIP hier einfach dann auspacken. Und dann haben wir hier das ESX-Identity. Und dann gehen wir in den Resource-Ordner auf Core. Und gehen halt hier in das Identity. Ja, nicht rein, sondern wir müssen das Ganze hier einmal entfernen. Ich habe mir dazu halt immer eine Save-Datei gemacht, so das heißt, somit könnt ihr es immer wieder zurückspulen, falls es bei euch nicht funktionieren sollte. Einfach eine Save, also abspeichern und so danach dann löschen. Und nun müssen wir so das gute Stück dann nur noch draufladen. Und an der Datenbank müssen wir nichts mehr ändern, solange ihr die neueste ESX-Version verwendet. Kann natürlich auch eine ältere sein. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben das Skript auch schon erfolgreich installiert. Im Aufbau sieht das komplett gleich aus. Wir haben hier die config.lua und können diese dann halt, wie wir möchten, halt so bearbeiten. Und natürlich haben wir hier dann auch eine Local, also Sprach-So-Dateien, die wir dann anpassen können. Ja. DE ist nicht vertreten, wie es aussieht. Deswegen könnt ihr einfach die EN einmal komplett übersetzen und dann habt ihr das Ganze auch im Deutschen. Ja, mehr ist das auch nicht. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take.